Guten Morgen, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zum heutigen JFD-Devisenradar am 18. Februar hier beim Channel des Live-Übertragungs-Events sozusagen. Wir schauen uns hier live die Devisenmärkte an und im weiteren Tagesverlauf dann auch beim JFD Live Trading TV, beim JFD Desktop mal wieder den DAX oder auch das ein oder andere Underlying. Jetzt aber soll der Fokus, wie Sie auch an der getitelten Headline sehen, beim Euro gegenüber dem japanischen Yen liegen, der sich heute bislang noch leicht schwach zeigt. Der Devisenmarkt ohnehin jetzt noch ein bisschen im Schlafmodus. Die meisten Paare sind hier ja deutlich unter Range. Euro-US-Dollar hier beispielgebend gerade mit 32 Pips unterwegs. Das ist ja unterdurchschnittlich, klar unterdurchschnittlich. Und auch Euro-Yen hier heute mit bislang 49 Pips am Start. Die durchschnittliche Range, Obacht geben, liegt hier im Bereich 150, 160 Pips. Also hier ist durchaus noch einiges zu erwarten während des heutigen Tagesverlaufs. Und wenn wir uns hier die Chartsituation anschauen, dann wird es ganz spannend. Denn wir haben den Euro gegenüber dem japanischen Yen auch im gestrigen Gottmaut Forex Report unter die Lupe genommen. Und da heute nochmal ein Grund mehr, hier speziell auf das Währungspaar einzugehen. Zum einen haben wir hier unten die Saisonalität, hier auf Tagesbasis mit einer Vorausschau auf die kommenden 40 Tage. Also Sie sehen hier volatil bis Ende des Monats rein saisonal bedingt möglich. Dann aber hier im Laufe des März dürfte sich das Währungspaar höher und höher schrauben. Betrachten wir mal dazu eingangs jetzt mal den Tagesschart. Und da sehen wir hier natürlich, dass wir unlängst ein starkes, ja, Abwärtsmomentum hatten, hier im Dezember beginnend. Ich will gar nicht zu tief in die Historie oder zu weit in der Historie zurückgehen. Tatsache ist, wir haben hier ein starkes Abwärtsmomentum gehabt. Und jetzt hier nach dem Tief vom 26. Januar ein Erholungsimpuls, der eben gestern auch hier eine sehr, sehr starke Fortsetzung fand. Heute wieder, wie gesagt, leichte Abgaben, aber Sie sehen auch an der heutigen Tageskerze, dass ja allein schon im Vergleich zur gestrigen Range hier noch einiges gehen dürfte, gehen müsste. Doch was darf denn nun gehen? Zum einen wollen wir mal sehen, was hier eigentlich los war, denn wir hatten mit der Kerze vom Freitag, beziehungsweise hier vielmehr mit der Wochenabschlusskerze, hier die Tendenz, dass der Markt wohl doch eine neue Schwäche initiiert. Also hier, das war der Freitag und dann ging es hier schwach in den Sonntagshandel. Das hier ist die Sonntagskerze, durchaus zu berücksichtigen. Manche Broker integrieren eben die Kerzen dann in die Montagskerze. Nichtsdestotrotz wird deutlich, dass hier zunächst ein ja schwacher Wochenstart in Erscheinung trat, hier mit Trendlinienbruch und dann aber hier starkes Reversal während des gestrigen Handels eben hier nach oben. Und jetzt gilt es hier mal aufzupassen, ob der Markt hier die Chancen hat, weiter nach oben rauszuziehen. Rein saisonal sieht das gut aus und wenn wir uns den Tageschart betrachten, dann dürfte sich, wenn wir diese Trendlinie hier halten können und das ist sogar noch viel wichtiger hier auf kurzfristiger Ebene, wenn wir hier diese Unterstützungszone verteidigen können, Green Zone. Hier haben wir sie. Das ist ein Unterstützungsbereich. Hier seit Anfang Februar, 6.2. hat der Markt immer wieder dieses Level getestet. Hier knapp um 134,10, um 134 Yen. Wenn wir oberhalb dieses Niveaus bleiben, darf man kurzfristig durchaus Power nach oben erwarten. Es wäre hier zum Beispiel ein Anstieg über das Hoch vom 11. Februar über 135, 14 Yen. Dann eine denkbare Option, dass der Markt sich hier weiter nach oben schraubt, um hier Niveaus in Richtung, da kann man hier das erste Widerstandslevel, gehen wir mal ein Stück weit zurück in der Historie, um eben hier eine Zone auszumachen, wo denn Widerstände warten. Und Sie sehen hier am 6. März, dann am 4. April, hier nochmal Bereich 6. November. Das ist eine Zone, da sind die Marktteilnehmer immer wieder sich uneins gewesen über die weitere Entwicklung. Wenn wir hier noch horizontal Widerstandszone einzeichnen, dann sieht man, dass hier durchaus das ein interessantes Level wäre, um einen Anlauf, einen Erholungsimpuls zu erzeugen. Auch im Sinne der Saisonalität durchaus möglich, aber dazu muss natürlich das Momentum kommen. Fakt ist, unter 134 Yen kippt das ganze Set ab, dann sollte man sich auf der Short-Seite orientieren, dann werden wieder Niveaus hier, die jüngst knapp verfehlt wurden, hier um 130 Yen interessant. Oberhalb von 134 Yen sieht es aber eher so aus, als hätte der Markt das Potenzial, doch hier eine Erholung zu fahren. Unterlegen wir das Ganze noch kurz mit dem Fibonacci-Tools im Sinne der Retracement Levels, um hier mal zu schauen, welche Horizontalhürden hier nach dem goldenen Schnitt im Wege stehen. Sieht man auch hier, ein erstes Level wäre hier, wenn wir das Hoch vom 11. Februar überwinden, hier das 38er Retracement Level und hier knapp unterm 61,8er dürfte man dann auch erahnen, zwischen 142, 143 Yen wäre dann erstmal das Pulver verschossen. Aktuell aber, wie gesagt, kommt der Markt gleich zurück, deswegen jetzt mal schnell in den Stundenchart geschaut.
Was hier eigentlich los ist, da sehen wir, okay, wir sind oberhalb des Daily Pivot Points aufgrund der starken gestrigen Bewegung. Oberhalb von 135,48 dürften auch viele Intraday-Trader eher Long-Positionen bevorzugen. Soll heißen, wenn es jetzt hier einen Test geben sollte, ganz interessant, wir sehen auch hier die Kerzen vom Nachmittag. Da hat sich schon gestern Nachmittag hier ein Unterstützungsbereich ausgebildet, knapp oberhalb des Pivot Points. Sehr interessante Zone, um hier möglicherweise auf ein Long-Setup zu spekulieren. Ich will Ihnen auch die Fuzzy-Logik heute auf Stundenbasis nicht vorenthalten. Die kommt nämlich ganz interessant daher. Hier die Fuzzy-Logik. Moment. Zum Euro gegenüber dem japanischen Yen. Und die sieht sehr, sehr eindrucksvoll aus. Also hier anhand der statistischen Pattern. Na, wo bleibt er? Nach der Fuzzy- und Vektorlogik sehen wir hier das, was das Paar gerade macht. Diese Abwärtsbewegung hat hier die Kristallkugel sozusagen nicht vorausgesehen. Eher eben eine direkte Aufwärtsbewegung. Man darf sein, ob sich hier jetzt eine Schere öffnet. Auch das ist möglich. Die Fuzzy-Logik selbst natürlich kein Garant für Gewinne, um Gottes Willen. Das ist einfach nur eine statistisch saisonale Abgleichung einer möglichen Folgeentwicklung aufgrund vergangenheitsbezogener Daten. Und das wäre hier technisch möglich, wenn aber hier natürlich neue Niveaus, beziehungsweise hier Kurse im Intraday-Modus, und da gehen wir direkt nochmal zurück, knapp hier im Bereich unter 135. 40 markiert werden. Das wären hier eben auch hier die Unterstützungsniveaus aus dem gestrigen Nachmittag und insbesondere unter 135,38, dann muss man wohl davon ausgehen, dass es heute hier weitere Rücksetzer gibt und dann wäre hier schön zu sehen, das Support Level 1 von Interesse für die Bären oder aber auch hier dieser Horizontalunterstützungsbereich dann knapp über 134 Yen. Ganz interessante Sache, wie gesagt, Euro-Yen hier jetzt aktuell in der Gestalt einer möglichen Rücklaufbewegung, die in Bälde wieder auf erfahren könnte, bleibt dies aus, dann sollte man sich eher auf weiterfallende Notierungen einstellen. Und wie diese aussehen könnten, das wissen wir, haben wir jetzt gerade dargestellt. Insofern warten wir mal ab, was passiert. Wir schauen noch kurz auf die Wochentagsstärke und dann haben wir es im Prinzip auch heute schon reihum. Und da sehen wir hier, dass der Mittwoch technisch gesehen auch ein bullischer Tag ist, um nicht zu sagen der bullischste, mit 56% positiver Schlusspreise an einem Mittwoch. Wenngleich die Volatilität hier mit 16% nicht das stärkste Hausnümmerchen ist, da ist der Donnerstag wesentlich interessanter, aber auch vor dem Hintergrund der EZB, die hier ja donnerstags immer ihre Events hat. Aber 56% positiver Schlusspreis sieht ganz gut aus. Dazu muss aber allerdings Euro-Yen sich jetzt hier in Bälde fangen, ansonsten passiert hier nichts nach oben. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für den heutigen Radar. Wenn Sie mögen, wie gesagt, nachher gibt es noch ein bisschen JFD Live Trading TV. Schauen wir mal, was für Chancen uns da geboten werden. Ich sage an dieser Stelle erstmal danke fürs Einschalten. Wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Handelstag und auf bald, Ihr Christian Kämmerer.